What the fuck, Alter, was ist jetzt los? Schon wieder so ein scheiß Grafikbug. Warum ein Leute und wieder herzlich willkommen zu Let's Play Alarm für Cobra 11 Undercover. Wir spielen heute wieder eine weitere Karrieremission. Und zwar der Drogendealer. Simia will ein hohes Tier der Drogenszene nach seinem Deal schnappen und aus dem Verkehr ziehen. Dieser fürchtet, selbstverständlich, flüchtet, flüchtet, nicht fürchtet. Wenn es Simia nicht gelingt, ihn früh zu stellen, wird der Dealer Verstärkung rufen. Genau. Dann würde ich mal sagen, Farbe auswählen. Geht's los. Es kam mir jetzt lang kein Cobra 11 Let's Play mehr. Ich hatte irgendwie gedacht, ich mache Minecraft Let's Plays, mal das. Das hat dann irgendwie doch Vorrang gehabt, aber jetzt geht's wieder weiter. So. Ich hoffe doch, dass es langsam geladen ist. Was ist denn jetzt bitte los? What the fuck, Alter? Hey, sehen wir, wie sieht's aus bei dir? Was macht denn der Untergrund? Hä? Ich komme vorwärts. Ah, So jetzt langsam wird das geht's. Netz immer dünner und die Anspannung steigt, aber wir sollten vorsichtig sein, wenn wir diese schnell hops nehmen. Ja, das ist gut möglich, aber je mehr Kuriere ausfallen, desto schneller kommen wir auch bei den Ligarennen voran. Dann hoffen wir das mal. Ich habe gerade einen heiklen Job bekommen. Ich soll ein hohes Tier in der Konkurrenz ausschalten. Ein Drogendealer, der sich wohl nicht an die Spielregeln gehalten hat. Das hört sich nach einer Menge Spaß an. Ich habe die Koordinaten bekommen und bin gerade auf dem Weg dorthin. Dann viel Erfolg. Ja, ich weiß auch nicht, was es jetzt am Anfang war, aber es ist ja jetzt ein Glück vorbei. Ja, wir müssen jetzt irgendwie den Drogen. Ich weiß nicht, was mit dem los war. Entweder er hat irgendwas gemacht, was den Boss nicht erfreut hat oder so. Oder ist ein Spitzel. Weil das dürfte ja dann den ja nicht tun. Oh fuck, jetzt habe ich einen Unfall gebaut. Muss mal zurücksetzen. Upsala. Auto wohl etwas beschädigt. Aber nur so ein bisschen. Ist nicht viel beschädigt. Ist nur ein Totalschaden fast. Auf mich zu verfolgen! Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Mein Boss schickt mich und ich soll dir eine Lektion erteilen, damit du lernst, nicht in seinem Revier zu wildern. Dein Boss? Seine Route? Hör auf, so einen Mist zu erzählen! Ich gebe dir eine letzte Chance, dich zu verpissen, bevor ich ein paar Jungs anrufe, die deine Karre bearbeiten werden. Ach, die ist blaue Flecken gewöhnt. Upsala. Komm schon, den krieg ich noch. Mehr. Scheiße. Komm schon, den schaffen wir.
der hat eine Ölspur. Alter. So. Letzter Schlag. Oder auch nicht. Jetzt ist er kaputt. Das war's dann wohl. Wird Zeit, nach Hause zu gehen. Ja, das war auch wieder. Oh, cooles Auto. Ja, und jetzt müssen wir irgendwie ein Rennen fahren. Aber ich habe doch gerade ein neues Auto bekommen. Und da, was ist denn das abgespeichert? Ah, da haben wir ihn doch. Den will ich fahren. Wehe, das ist jetzt wieder so ein komisches Bild. Nee, doch nicht. Der Wagen lässt sich richtig geil steuern. Ich habe mal eine Frage. Was sagt ihr zu der Sicht hier? Die ist meiner Meinung gar nichts. Ich mit der überhaupt nicht umgehen kann. Ich war immer am liebsten in der Sicht. Oder bei den Mods von Cobra 11 gibt es auch noch meistens so eine Innensicht, wo du also das Lenkrad siehst und so weiter. Das finde ich dann auch noch ganz schön. Alter, der lässt sich richtig geil steuern. Der gefällt mir. Aber es ist auch jetzt irgendwie ein bisschen unfair. Es sind nur 4 Spieler. Da ich Mod-Autos habe und zwar nicht alle habe, werden dann so Autos gespawnt, die halt keine Autos sind und nicht fahren können. Du kannst nämlich aus der Liste ein Auto auswählen, das du gar nicht als Mod geholt hast. Richtig langweilig, wenn man so lange in Führung liegt, oder? Sozusagen, und dann halt, wenn du mit zum Beispiel, wenn du halt jetzt das Rennen hier fährst, sind halt jetzt mal 4 Stück gleichzeitig gespawnt. Und deswegen fahre ich jetzt eigentlich nur gegen 4 Mitspieler. Oder 5. Nee, wir sind zu 5. Also 5 Spieler sind es. Komme ich ohne eine Schramme hier durchs Rennen? Das Auto gefällt mir. Es lässt sich richtig gut steuern, hat einen guten Drift. Hat gute Bremsen, gute Beschleunigung, geiler Sound, sieht angemessen gut aus, also ist jetzt nicht das schönste Auto, aber es ist ganz schön. Guck, hier stehen halt... Deine Rivalen lassen echt auf sich warten! Und das ist halt etwas blöd, wenn hier immer nicht alle Mods hat. Deswegen hole ich mir meistens alle Mods nur. Das habe ich halt hier jetzt noch nicht.
immer noch keinen Kratzer, obwohl ich jetzt mal gegen die Wand gefahren bin. Jetzt habe ich einen Kratzer. Was ich habe. Ach so, vorne. Aber sag mal, die Zählmama einfach nicht mit. Ich habe keinen Kratzer bis jetzt. Sag mal, einfach mal. Rest vom Auto hinten an der Scheibe und so ist Dreck einfach nur. Ach, richtig langweilig, wenn man so lange in Führung liegt, warum oder? Was flackert das denn so? Ist es nicht kompatibel mit Windows 10 oder was? Frage ich mich, was war das vorhin mit dem Bild? Das hatte ich noch nie in dem Spiel. Seht ihr ja auch in meinen Let's Plays. Wenn ich starte, habe ich das noch nie gehabt. Es kann sein, dass es so flackert mal. Ja. War noch nie. Nicht so hatte ich noch nie. Ich habe kein Nitro. Mann. Wow. Keinen Kratzer bis jetzt. Langweilig, wenn man so lange in Führung liegt, oder? Nein, ist es nicht. So, jetzt sind wir gleich im Ziel. Sogar noch Rundenrekord. Den ersten Platz hast du dir geschlagen. Yeah. Alter, was ist jetzt los? What the fuck, Alter, was ist jetzt los? Schon wieder so ein scheiß Grafikbug. Warum ein Grafikbug nur? Aber trotzdem, danke fürs Zusehen und bis bald. Ciao.